Umgang mit Bevorzugung anderer. Vielleicht hast du das Gefühl, jemand anders wird bevorzugt. Du bekommst von deinem Chef nicht ausreichend Aufmerksamkeit, im Verein werden deine Verdienste nicht ausreichend gewürdigt und bei Beförderungen wird jemand anders bevorzugt. Das kann dich ärgern, du kannst darüber schimpfen, aber wenn du zu sehr darüber schimpfst, führt das in den seltensten Fällen dazu, dass du besser berücksichtigt wirst. Meistens wirst du dann noch dazu als kindisch angesehen. Klüger ist es, leiste eben mehr, tue mehr und schaue, dass du auch gut kommunizieren kannst. Es reicht eben nicht aus, nur Gutes zu bewirken, sondern man muss auch dafür sorgen, dass andere das wissen. Man sagt so schön, tue Gutes und lass andere darüber wissen. Dann wirst du betrieblichen Aufstieg haben. Aber vielleicht bist du auch ein spiritueller Mensch und deshalb willst du andere nicht darüber wissen lassen. Dann beschwere dich aber nicht, dass andere dir bevorzugt werden. Man kann im Hintergrund bleiben, man kann bescheiden bleiben, aber dann sollte man sich nicht darüber beschweren, dass andere Bevorzugungen bekommen.